Und jetzt als nächstes kommt Britta Bolzern-Konrad. Mit Vertrauen. Messbarkeit und Implementierbarkeit eines weichen Faktors. Klingt super spannend. Ich bin sehr gespannt, wie das in messbare verschiedene Konstrukte gepackt wird. Hoffen wir mal, dass wir da was Gutes zu hören können. Wir leiten gleich ein zu dem Vortrag oder ist noch eine Pause dazwischen? Ich stehe gerade so ein bisschen auf dem Schlauch. Gleich weiter, genau, wenn ich das von der Regie richtig verstanden habe, geht es um 14:50 gleich weiter. Deshalb glaube ich, machen wir auch noch ein bisschen die Überleitung, nämlich was kommt denn da jetzt eigentlich, warum haben wir den Vortrag ausgewählt? Und es ist dann auch gleich einer, der einfach als Aufzeichnung kommt, ist also gleich wieder Film ab. Wir machen also mal eine typische Zwischenmoderation hier. Genau. Ja, genau. Wer kommt denn da eigentlich? Ein Professor für Technische Betriebswirtschaft an der TH Rosenheim und der sich ganz viel mit dem, oder die sich ganz viel mit dem Thema Vertrauen beschäftigt hat. Und wir fanden Vertrauen, glaube ich, einfach ein wichtiges Thema für Agilität, oder? Ja, voll. Und ich glaube, was der Titel auch so ein bisschen anteasert, ist ja, wie wird das Ganze operationalisiert vielleicht? Ja, und auch objektiviert. Ja, und das fanden wir schon irgendwie. Eine Ansage, bei so einem großen Ding wie Vertrauen, wie kann man das vielleicht in messbare Konstrukte packen? Mhm. Klingt spannend. Das stimmt. Und dass er auch ein wichtiger Rahmenfaktor ist für, wir trauen uns, Veränderungen zu machen. Genau. Bleibt uns, glaube ich, nichts anderes mehr zu sagen, als Film abzusagen. Und ich gucke mal zur Regie rüber, die nickt freundlich. Super, dann Film ab. Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag über das Thema Vertrauen, über die Messbarkeit und strategische Implementierbarkeit des vermeintlich weichen Faktors. Ich habe dazu ein integratives Modell entwickelt zur Messbarkeit von Kompetenzentfaltung durch Vertrauen als strategischer Erfolgsfaktor. Mein Name ist Britta Bolzern-Konrad. Ich bin Professorin für technische Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Rosenheim, der Technischen Hochschule Rosenheim. Und zuvor war ich 18 Jahre lang in der Industrie in verschiedenen Positionen tätig und bin sowohl Ingenieurin als auch Betriebswirtschaftlerin und habe im Übergang von der Industrie zur Hochschule mich ganz stark vertieft in das Thema Vertrauen, zu diesem Thema geforscht und auch meine Doktorarbeit geschrieben. Und ja, das Ziel, ein messbares Modell zu entwickeln, ist sicherlich einerseits dadurch getragen, dass ich auch Ingenieurin bin, aber andererseits auch durch den Anspruch, dieses sehr spannende Thema Vertrauen, welches sich ja einem strategischen Ansatz zunächst mal entzieht, aber dennoch für die Strategie eines Unternehmens anwendbar zu machen. Am Anfang möchte ich euch mal abholen mit einer Einstiegsfrage, um auch so ein bisschen so das Gefühl für Vertrauen eigentlich gleich zu entwickeln. Die Fragestellung mit Blick auf Mitarbeiter im Unternehmen, vielleicht mal ganz grundsätzlich, mal mehr aus dem Bauch heraus gefühlt, als vielleicht vom Verstand her beantwortet. Was ist eure Haltung dazu? Der Mensch ist von Natur aus faul oder der Mensch ist initiativ und engagiert? Einfach mal einen Augenblick wirken lassen und vielleicht aber direkt aus dem Bauch heraus mal überlegen und auch dem Impuls widerstehen, zu sagen, nee, das kann ich ja nicht auf eine Seite schlagen, da stimmt ja beides. Einfach mal das Ding. Und vielleicht diesen Eindruck auch mal mitnehmen jetzt in den weiteren Vortrag. Was ist überhaupt die unternehmerische Relevanz, wenn wir uns mit dem Thema befassen? Ja. Ziemlich komplexe Herausforderungen in unserer Umwelt, in unserem Umfeld. Wir brauchen kompetente Teams. Wir müssen immer stärker diverse Blickwinkel einnehmen. Wir dürfen dabei keine Angst vor Fehlern haben. Es braucht Begeisterung, Veränderungen herbeizuführen. Es braucht auch das Gefühl, gebraucht zu werden, um neue Pfade zu begehen. Das Gefühl, Teil einer ganz speziellen Vision zu sein. Es braucht Wertschätzung.
damit ich auch über mich hinauswachsen kann, an mich glauben kann. Es braucht Wohlwollen, das Erfahren von Wohlwollen, damit Kompetenzen beflügelt und entfaltet werden. Wenn wir das mal so als Rahmenbedingungen mitnehmen für Unternehmen, als starke unternehmerische Relevanz und uns dann die Frage stellen, wie viele Menschen sind eigentlich in unserem Umfeld oder für Unternehmen verfügbar, die diese Kompetenzen mitbringen oder die diese Fähigkeit mitbringen, all das, was wir da brauchen, umzusetzen. Und die gibt es zunächst mal nicht wie Sand am Meer einerseits und es gibt vielleicht auch nicht Unternehmen wie Sand am Meer, die diese Fähigkeiten bei Menschen, die Kompetenzen zur Entfaltung bringen. Wir haben nämlich ja zusätzlich die Situation, dass wir einen ganz starken Fachkräftemangel haben und es für Unternehmen von unglaublicher Relevanz ist, Mitarbeiter ans Unternehmen zu binden. Und die Fragestellung, die dann entsteht, ist und die ich mir auch gestellt habe, eigentlich in diesem Umfeld, wann fühle ich mich eigentlich in einem Unternehmen verbunden und wann zeige ich eigentlich, was ich kann? Und die Frage habe ich erstmal mir ganz persönlich gestellt und überlegt, wann fühle ich mich denn eigentlich wirklich zu einem Unternehmen hingezogen? Wann bin ich geneigt, dort länger zu bleiben? Also auch mit Blick auf Mitarbeiterbindung. Und wann zeige ich vor allen Dingen auch, was ich kann? Und das steht ein bisschen auch im Wechselspiel miteinander, denn ich bin geneigt, in einem Unternehmen längere Zeit zu bleiben, wenn ich auch zeigen kann, was ich wirklich kann. Jetzt nähern wir uns mal ein bisschen weiter dem Thema Vertrauen um. Wenn wir uns mal grundsätzlich die Frage stellen, wenn wir ein gutes Gehalt bekommen, wenn wir auch kompetent sind, davon überzeugt sind, kompetent zu sein, wenn wir jetzt zudem auch noch Spaß daran haben, an einem spannenden Projekt zu arbeiten, wenn wir auch noch in einer attraktiven Branche sind, wenn unser Unternehmen, in dem wir arbeiten, auch noch gute Zukunftschancen hat, in neues Equipment investieren kann, könnte man ja sagen, da können wir uns gar nicht mehr wünschen. Das muss einfach ein erfolgreiches Unternehmen sein. Das könnte uns aber dennoch daran hindern, unsere Kompetenz in einem solchen Unternehmen zu zeigen, wo all diese Faktoren stimmen. Und das ist das, worauf ich eingehen möchte in meinem Vortrag und was mich speziell interessiert hat. Nämlich, es gibt schon einige Punkte, die uns daran hindern, auch in einem solchen Umfeld die Kompetenzen zu zeigen. Denn wenn wir zum Beispiel Angst haben, ein Risiko einzugehen, wenn wir Angst haben, einen Fehler zu machen und wenn wir auch einfach kein Vertrauen in die Unternehmung und in die Führungskräfte haben. Das heißt, das führt dazu, dass wir trotz dieser guten Rahmenbedingungen Dienst nach Vorschrift machen, dass wir möglicherweise uns überhaupt nicht auf die Äste rauswagen, uns nichts trauen, wirklich immer schauen, dass wir in dem Rahmen bleiben, der sicher ist. Und vielleicht gehen wir dann nach Hause und in unserer Freizeit bauen wir ein Haus oder gestalten die tollsten Sachen, aber im Unternehmen trauen wir uns das einfach nicht. Und am Ende kann das sogar dazu führen, dass wir uns so weit in dem sicheren Terrain bleiben möchten, dass wir auch zu diesen allbekannten Sprüchen kommen. Das haben wir doch immer schon so gemacht. Warum sollen wir denn hier was ändern? Und hier sieht man so ein bisschen, wo eigentlich der Kern des Ganzen liegt. Und ich bin der Überzeugung, auch aus meiner ganzen beruflichen Erfahrung heraus, aber natürlich auch, weil ich mich sehr lange mit dem Thema jetzt befasst habe, dass das Vertrauen in Unternehmen, eine Vertrauenskultur, das entscheidende Kriterium ist, was auch Unternehmen von anderen unterscheidet, um Kompetenzen zur Entfaltung zu bringen und am Ende dann zu einer Mitarbeiterbindung zu führen, die in Zeiten des Fachkräftemangels und diesem dynamischen Umfeld, in dem wir uns bewegen, wirklich zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil für Unternehmen führt. Dieser Satz, nichts kann den Menschen mehr stärken als das Vertrauen, was man ihm entgegenbringt, ich glaube, der ist wirklich sehr relevant. Ich habe mir also aus einem ganz großen Feld von Werten einen speziellen Wert ausgesucht, nämlich den Wert Vertrauen. Was ist jetzt eigentlich Vertrauen und warum habe ich mich gerade mit dem Einfluss von Vertrauen auf Kompetenzentfaltung befasst?
Vertrauen, ich habe das hier mal dargestellt als Gewebe. Ich bin ursprünglich auch Textilingenieurin, deshalb war mir das so sehr bildlich passend. Hier haben wir eine Verknüpfung von Fäden, die sind an bestimmten Stellen etwas fester miteinander verknüpft. Und Vertrauen als Konstrukt, auch als theoretisches Konstrukt, gehört zum großen Thema Sozialkapital. Und wenn wir uns jetzt mal die beiden Begriffe Sozial- und Humankapital in diesem Gewebe vorstellen, dann kann man sich bildlich vorstellen, dass der Mensch mit seinen Kompetenzen das Humankapital auf diesen Verknüpfungspunkten besitzt und das Sozialkapital eigentlich aus diesen Verbindungslinien zwischen den Menschen besteht. Also die vielfältigsten Vernetzungen und Verbindungen von Menschen über Kommunikation und andere Wege, aber auch in Unternehmen. Also ich habe hier überall einzelne verschiedene Personen, die miteinander in Interaktion sind, auf unterschiedlichste Art und Weisen. Und wie sie das tun, ob sie das tun, wie die Rahmenbedingungen dazu sind, hat sehr, sehr viel mit Vertrauen zu tun. Also das große Thema heißt Sozialkapital, interessanterweise ja eben auch ein Kapital. Darauf werde ich gleich noch eingehen, in das das Thema Vertrauen eingebettet ist. Ganz bildlich dargestellt und in ganz einfacher Struktur geht es darum zu schauen, wie wirkt sich Vertrauen auf Kompetenzentfaltung aus. Also wir haben hier quasi so eine Waage und auf der einen Seite sind meine Kompetenzen. Ich weiß, ich kann, was ich kann. Und auf der anderen Seite ist aber jetzt der entscheidende Punkt, zeige ich auch, was ich kann. Und daraus entsteht diese Funktionsgleichung und diese Verbindung und auch die mögliche Korrelation. Jetzt geht es um das Thema Vertrauen. Wir haben am Anfang mal so einen Eindruck auch bekommen, was unsere Grundhaltung ist. Und natürlich Vertrauen, denkt man erst, was heißt denn überhaupt Vertrauen? In dem Moment, wo wir Vertrauen greifen wollen, also immer dann, wenn wir ganz konkret formulieren und definieren wollen, was ist eigentlich Vertrauen, dann gleitet uns das Thema quasi so ein bisschen wie Sand durch die Finger. Und warum sollen wir uns mit einem Thema befassen, was so schwer zu greifen ist, was ein bisschen weicher ist? Und zumal das auch noch im unternehmerischen Umfeld, wie wollen wir das eigentlich strategisch nutzbar machen und auch implementieren und sogar messbar machen? Und das ist auch die spannende Fragestellung, die ich mir gestellt habe und die ich aber auch lösen wollte. Und natürlich verbirgt sich damit auch die Fragestellung, ist jetzt Vertrauen eigentlich ein Harmoniekonzept? Wir kennen alle den Spruch, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser, wo dieser scheinbare Gegensatz beider Konzepte ausdrückt, da wo Kontrolle greift, ist kein Vertrauen notwendig oder andersrum gesprochen, dass ein Vertrauen auf Vertrauen basiertes Verhalten auf Kontrolle verzichten muss. Und die Frage, schauen wir uns mal ein bisschen genauer an, ob das auch wirklich so ist. Und auch die Fragestellung, ist Vertrauen eigentlich ein wirklich ein Harmoniekonzept oder ist es doch vielleicht ein wertvolles Sozialkapital? Vielleicht das entscheidende Unterscheidungskriterium schlechthin. Ups. Also hier praktisch diese Fragestellung nochmal bildlich dargestellt. Ist es eine Harmonieduseligkeit, der wir da erliegen? Also Dusel kommt ja von Schwindel, Rausch und Glück. Wollen wir alles weichgespült halten? Wollen wir uns alle lieb haben? Oder ist es vielleicht viel mehr, vielleicht sogar was ganz Essentielles, Wertvolles im Unternehmen, da eine Notwendigkeit, die wir gar nicht als Unternehmen langfristig erfolgreich sein können. Schauen wir uns das mal konkreter an. Und bevor wir das aber ganz konkret machen, nochmal die Frage auch an jeden Einzelnen für sich. Was ist eigentlich die Definition von Vertrauen? Und um das ein bisschen aus dem Alltag herauszunehmen und auch aus Situationen, die wir alle kennen, stellt euch vielleicht einfach mal eine Situation im Alltag vor, hier am Bild schon dargestellt. Wir wollen in den Urlaub fahren, ihr wollt in den Urlaub fahren und überlegt jetzt, ob ihr den Schlüssel zur Wohnung oder zum Haus der Nachbarin, dem Nachbarn überlassen wollt. Ihr
habe, diese Entscheidung zu treffen, vielleicht auch relativ kurzfristig, obwohl ihr nicht vollständig ausschließen könnt, ob die Nachbarin, der Nachbar die Gelegenheit nutzt, um genüsslich die Schränke zu durchwühlen. Und dabei kann ja der Schaden durchaus größer sein als ein paar eingetrocknete Topfpflanzen, um die es ja eigentlich erstmal geht. Oder vielleicht auch der Briefkasten, der zu leeren ist. Wenn ihr dennoch das Gefühl habt, dieser Unsicherheit, dass die Nachbarin, der Nachbar die Blumen gewissenhaft gießen wird, dann vertraut ihr diesen Menschen. Vielleicht einfach mal dieses Gefühl mitnehmen, auch wieder in den weiteren Verlauf. Und mit diesem Gefühl jetzt übersetzt in eine einfache Definition des Themas Vertrauen. Vertrauen ist eine riskante Vorleistung. Das haben wir gerade gespürt. Wir müssen etwas tun, eine Entscheidung treffen, ohne dass wir Sicherheit haben. Und sie beinhaltet auch die Möglichkeit, verletzt zu werden, enttäuscht zu werden. Also man kann sich die Frage stellen, es sind komplexe und unsichere Situationen. Warum sollten wir uns das antun? Wir müssen ein Risiko eingehen. Wir befinden uns irgendwie in einer Abhängigkeit. Wir sind nicht ganz sicher. Wir sind in dem Moment auch abhängig von anderen Menschen. Und wir brauchen die Hoffnung, nicht enttäuscht oder verletzt zu werden. Also das alles macht die Definition von Vertrauen aus. Also erstmal so ein bisschen eine Situation, die einen auch so ein bisschen unruhig werden lässt. Also die Frage schon hervorruft, warum sollten wir uns das antun? Zumal noch in einem unternehmerischen Umfeld. Das sollten wir tun, es lohnt sich, dieses Feld weiter anzuschauen, weil Vertrauen ist eine ganz spezielle Ressource. Vertrauen ist zunächst mal eine nicht monetäre Ressource. Also nicht wie andere Ressourcen, die viel Geld kosten, wenn wir sie unternehmerisch einsetzen möchten, sondern es ist eine nicht monetäre Ressource, die mit Nutzung wächst, einerseits, und die sonst ungenutzte Potenziale entfaltet, auch dort, wo keine Kontrolle möglich ist. Steckt also jetzt eine ganze Menge Potenzial drin. Einerseits ist sie nicht monetär, sie wächst auch noch, wenn sie zum Einsatz kommt, also sie verbraucht sich nicht. Und sie entfaltet Potenziale, die wir sonst gar nicht entfalten könnten, die also sozusagen unsichtbar und ungenutzt bleiben würden. Also da spürt man schon, dass es sich hier doch um einen Bereich handelt, der wirklich neue Räume öffnet und vor allen Dingen eben auch dort anwendbar ist, wo keine Kontrolle möglich ist. Wenn wir das jetzt nochmal ein bisschen genauer anschauen, weil es geht ja auch um das Zusammenspiel von Vertrauen und Kompetenzentfaltung, dann ist ja genau dieser Punkt der Entfaltung von sonst ungenutzten Potenzialen doch eigentlich das, was wir aus unserem komplexen Umfeld heraus brauchen. So ganz dringend brauchen, nämlich die Kompetenzentfaltung. Und das macht jetzt diesen Blick zwischen Vertrauen und Kompetenz so spannend. Weil Vertrauen dazu führt, dass eben Kompetenzen zur Entfaltung kommen können. Wenn man sich das Bild rechts anschaut, dann geht es dabei um eine Kombination aus dem Willen zu performen und der Fähigkeit. Jetzt habe ich in meinem Modell grundsätzlich mal unterstellt, dass Menschen eingestellt worden sind, die kompetent sind. Also wir unterstellen, wir haben eine gewisse Kompetenz und die Fragestellung, um die es jetzt hier geht, ist, zeigen wir unsere Kompetenz auch. Also das obere rechte Feld ist das, was wir uns anschauen, nämlich ich kann und ich will. Also meine Fähigkeit im Gebrauch schaue ich mir an. Das ist das Spannende jetzt an der Sache. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal näher einsteige in das Thema der Kompetenzentfaltung, genau wie auch zum Vertrauenskonstrukt gefragt, was ist eigentlich Kompetenzentfaltung? Auch hierzu nochmal ein kurzes Beispiel oder eine kurze Beschreibung aus der Praxis. Ihr habt es zum Beispiel im Unternehmen mit einer Reklamation zu tun, deren Folgekosten nicht überschaubar sind, deren Ursachen darüber hinaus recht komplex sind und für die ihr auch nicht alle notwendigen Informationen gleich parat habt. Es liegen einfach nicht alle Informationen vor und müssen auf Basis eurer Erfahrungen
müssen Entscheidungen getroffen werden. Ihr müsst euch auf neue Situationen einstellen, neue Entscheidungen treffen und dabei auch noch erfolgreich handeln, erfolgreich zu Lösungen kommen. Das heißt, ihr braucht einen Handlungsspielraum, den ihr nutzt und den ihr trotz Unsicherheit umsetzt und dadurch eure Kompetenzen zur Entfaltung bringt. Also wirklich zeigt, was ihr könnt. Also auch hier, wenn wir uns jetzt das Konstrukt der Kompetenzentfaltung anschauen, dann bedeutet Kompetenzentfaltung Kompetenz in Nutzung. Das heißt, wie in diesem Kästchen, in dieser Matrix dargestellt, ich kann und ich will. Auch hier kommen jetzt verschiedene Aspekte zum Tragen. Es braucht für Kompetenzentfaltung Engagement und Zufriedenheit. Es braucht darüber hinaus variable, offene, unsichere und komplexe Situationen. Es braucht die Fähigkeit und Bereitschaft zur Entfaltung und Nutzung eigener Potenziale. Also es hat was Motivationales. Ich muss auch bereit sein, zu zeigen, was ich kann. Ich möchte mich engagieren, ich bin zufrieden und ich bin bereit, in variablen, offenen und komplexen, unsicheren Situationen zu handeln. Also auch dort auf dieser Seite der Formel müssen wir wieder ein Risiko eingehen und dürfen dabei keine Angst vor Unsicherheit und Fehlern haben. Also wenn ich diese beiden Aspekte also jetzt zusammennehme, auf der einen Seite das Vertrauen, auf der anderen Seite die Kompetenzentfaltung, kann man so ein bisschen spüren und auch sehen, wenn ich jetzt nochmal die Waage hier bemühe, von ich kann, so ich zeige, was ich kann, über den Weg des Vertrauens, sehen wir, Vertrauen basiert auf einem Risikovorschuss, Kompetenz lässt sich nur unter Risiko entfalten. Also, wenn ich beides zusammenbringe, dann sollte doch Vertrauen wie ein Katalysator wirken. Also praktisch so einen Anschub geben, über diese Hürde zu kommen, das Risiko einzugehen und wirklich zu zeigen, was wir können. Und das ist der Grundgedanke, der hinter dem Modell liegt. Also betrachtet habe ich den Einfluss von Vertrauen auf Kompetenzentfaltung und dazu ein Modell entwickelt, mit Fragen hinterlegt, auswertbar, messbar, implementierbar. Und die Fragestellung, die Hypothese, die dahinter stand, war, je höher der Vertrauenslevel, umso höher der Level der Kompetenzentfaltung. Und das Ganze habe ich vom Blickwinkel her eingebettet in die Philosophie von Business Excellence Systemen, weil ich aus meiner beruflichen Erfahrung heraus der Überzeugung war, dass Business Excellence Systeme, also gemeint sind hiermit Qualitätsmanagementsysteme in ihren unterschiedlichsten Ausprägungen von der ISO 9001 über TQM-Systeme, Lean und sämtliche Systeme, die man sich vorstellen kann, unter einem Dach, unter einem Umbrella sozusagen zusammengefasst in den Kernelementen zu dem Begriff Business Excellence und der Philosophie dahinter. Weil gerade diese Systeme eben auch den Menschen in den Mittelpunkt stellen, stärker auf Gestaltungsfreiheit drängen, mehr in Teams denken und einfach von der Philosophie her sehr nah am Vertrauen zu sein. Das ist der Rahmen und das ist der Blickwinkel für die Studie, für das Modell, sozusagen die Perspektive. Das ist hier nochmal dargestellt. Es geht um die Perspektive zunächst des Vertrauens von Mitarbeiter, Mitarbeiterin in das Management und dabei betrachte ich nicht psychologische Aspekte oder den Charakter von Menschen und ich unterstelle auch, dass ein individueller Kompetenzlevel angenommen werden kann. Das heißt, gemessen wird die Führungshaltung und das Führungsverhalten auf der einen Seite und aber auch der Kompetenzlevel in seiner Entfaltung, also im Englischen Employee Competence Utilization, die Entfaltung von Kompetenz. Und dies habe ich betrachtet eben unter dem Blickwinkel von Strategie und Management mit dem Ziel, einen weichen Faktor zu übersetzen in harte Fakten. Hinter diesem Modell liegen jetzt nun Fragebögen und Interviews, die aus sehr, sehr vielen Fragen bestehen, die im Einzelnen
den Variablen des Modells zugeordnet sind. Also auf der einen Seite gibt es ein Management-Interview, in dem das Management befragt wird in Unternehmen, sowohl in offenen als auch geschlossenen Fragen, mit Blick darauf, wie bewertet das Management den Vertrauenslevel und die Kompetenzentfaltung seiner Mitarbeiter. Und auf der anderen Seite liegt eine Mitarbeiterbefragung mit einer ganzen Reihe von Fragen, insgesamt 100, die den Variablen ebenfalls zugeordnet sind. Der Blickwinkel lautet, wie ist die Einschätzung der Mitarbeiter mit Blick auf ihren eigenen Vertrauenslevel und ihre eigene Kompetenzentfaltung innerhalb des Unternehmens. Und ein Teil der Fragen ist gleich aufgebaut, sodass man auch hinterher hier schauen kann, inwieweit spiegeln sich denn Antworten von Management und Mitarbeitern. Der Blick, wie gerade schon gesagt, geht zunächst mal innerhalb einer Organisation auf das Vertrauen von Mitarbeitern in die Organisation und in die Führung. Im weiteren Schritt wird das Modell aber auch stärker implementiert, auch über strategische Implementation und auch Management-Systemimplementation in die Organisation, sprich auf Mitarbeiter-Mitarbeiter-Ebene. Und ein nächster Schritt wird sein, zu schauen, kann man das Modell und die Inhalte auch übertragen auf die Fragestellung des Vertrauens des Menschen in Technik. Also denken wir mal so an autonomes Fahren zum Beispiel. Ganz spannendes und sehr relevant aktuelles Feld. Nur ganz kurz zum Rahmen und zum Aufbau. Ich habe es gerade schon erwähnt. Wir haben ja diese Funktionsgleichung f von x gleich y, also den Einfluss von Vertrauen auf Kompetenzentfaltung. Und auf jeder Seite haben wir nun sehr viele verschiedene Variablen, die messbar gemacht werden sollen. Das heißt, hinter jeder Variable liegen mehrere Kriterien, mehrere Unterpunkte, zu denen dann sehr viele Fragen zugeordnet sind. Und das Interessante und Spannende ist jetzt zu schauen, einerseits, wie ist der Level des Vertrauens und der Level der Kompetenzentfaltung, aber auch, was macht das, was entstehen für Korrelationen in diesem Modell? Das heißt, wenn man sich jetzt mal ein Beispiel rauspickt auf der quantitativen Seite, ich könnte zum Beispiel im Feld Fairness und Verlässlichkeit und Reziprozität auf Seiten des Managements die Frage stellen, machen Menschen in ihrer Organisation, was sie versprechen? Und auf der anderen Seite könnte ich zum Beispiel auf der Frage der Kompetenzentfaltung die Frage stellen im Bereich von Commitment, hohem Einsatz, Bindung ans Unternehmen. Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Job wichtig ist? Und es könnte jetzt sein, und rechts ist das komplexe Modell abgebildet, dass es bestimmte Werte gibt, die besonders stark statistisch miteinander korrelieren, mit einer hohen Signifikanz. Und dann ist es natürlich sehr interessant, da reinzuschauen und zu hinterfragen, warum gerade diese Korrelation vielleicht so stark ausschlägt und im positiven Sinne, wie kann ich die verstärken und in Richtung der Optimierung, mit Blick auf Optimierungsmöglichkeiten, Potenzialausschöpfung überlegen, wie kann ich hier noch verbessern. So ist das ganze Modell aufgebaut. Es wird ergänzt über eine qualitative Seite durch Beschreibungen von Situationen, Beispielsituationen im Unternehmen, die aus der Praxis kommen, die eher so ein bisschen wie so Case Studies aufgebaut sind, wo es darum geht, zum Beispiel einen Reklamationsfall zu beschreiben, eine Situation zu beschreiben und dann zu überlegen, wie reagiert ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin in dem speziellen Unternehmen auf so eine Fragestellung. Wenn Stress und Druck entsteht, wenn Probleme entstehen, also es geht hier darum, wie gehe ich mit solchen Situationen um. Und je nachdem, wie die Antworten dann ausfallen, ist es möglich, Rückschlüsse darauf zu ziehen, ob eine hohe Vertrauenskultur herrscht im Unternehmen und ob es auch zu einer Kompetenzentfaltung kommt. Das ist also eher eine qualitative, situative Beschreibung, die man auch aufs Unternehmen sehr individuell anpassen kann, die diese quantitative Seite der Befragung ergänzen. Das heißt, wenn wir jetzt das nochmal zusammenfassen oder zusammenbringen, dann ist uns einerseits ja klar, dass strategisches Handeln immer erst durch Messbarkeit möglich wird. Also wenn ich eine so weiche Ressource wie Vertrauen irgendwie in Strategie übersetzen möchte, dann brauche ich eine Messbarkeit. Ich brauche greifbar machen,
Weil nur über diesen Hebel des Greifbarmachens, des Verstehens, der Messbarkeit kann ich überhaupt in eine Weiterentwicklung kommen, in eine kontinuierliche Verbesserung. Und das war der Anspruch. Also wenn wir Vertrauen auf diesem Wege messbar machen können, und das Modell habe ich gerade geschildert, dann führt das natürlich zu einem unglaublichen Wettbewerbsvorteil, weil die Ressource Vertrauen und die Ressource, die daraus entsteht, der Kompetenzentfaltung von Mitarbeitern im Unternehmen, Mitarbeiterinnen, ist einzigartig, ist nicht imitierbar und ist auch nicht ersetzbar. Das heißt, es ist eine wirklich strategische Ressource. Und es kommt ja hinzu, wie eingangs erwähnt, dass die Ressource Vertrauen nicht monetär ist. Das heißt, sie kostet mich zunächst mal nichts und sie wächst auch noch durch Anwendung. Das heißt, wenn ich jetzt die Elemente verstärke, die indirekten Rahmenbedingungen verstärke, die dazu führen, dass Vertrauen gesteigert wird und Kompetenzentfaltung ausgelöst wird, dann wächst diese Atmosphäre, dann wächst diese Möglichkeit und dieses Potenzial im Unternehmen. Das heißt, die Relevanz, die daraus jetzt betriebswirtschaftlich auch entsteht, liegt in einem wertsteigernden Einsatz einer vermeintlich weichen Ressource, die durch ihre Messbarkeit im Rahmen dieses integrativen Vertrauensmodells auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an das Unternehmen bindet. Da kamen wir ja eingangs daher zu sagen, wir haben einen Fachkräftemangel und wir möchten Mitarbeiter ans Unternehmen binden und zudem auch noch sonst stille Ressourcen zur Entfaltung bringen. Das heißt, das ist ganz wertvoll für Unternehmen, weil sie sich dadurch einen Wettbewerbsvorteil erarbeiten können. Also das Unternehmen kann konkrete Ansatzpunkte erkennen, um Vertrauenskultur zu steigern. Das Unternehmen kann sehen, wie es im Vergleich zu anderen Unternehmen steht. Es kann optimale und ausbaufähige Bereiche und Kontexte ermitteln und auch Arbeitsschwerpunkte entwickeln. Das hört sich alles wunderbar an und ist es auch, aber irgendwie muss ja dann auch ein Haken sein. Und diese zwei Aspekte möchte ich euch gerne noch mitgeben. Das eine ist, totale Kontrolle ist ohnehin eine Illusion. Also wir brauchen ohnehin eine Alternative zur Kontrolle. Aber dennoch heißt Vertrauenskultur aufzubauen nicht, dass wir komplett auf Kontrolle verzichten sollten oder müssten, weil es gibt zwei Aspekte. Einmal ist Vertrauen selber eine Art von Kontrollalternative, weil es sozusagen auch eine soziale Kontrolle entwickelt. Aber Kontrolle unter bestimmten Rahmenbedingungen ist dennoch auch wichtig und kann durch eine Art institutionalisierte Kontrolle im Rahmen von Business Excellence Systemen auch dazu beitragen, dass Vertrauen nicht in ein Harmoniekonzept abdriftet. Denn die Betrachtung, das kritische Hinterfragen und die Betrachtung aus verschiedenen Blickwinkeln muss bestehen bleiben. Es ist ganz wichtig, in einem Unternehmen und auch in jedem Zusammenhang immer wieder auf Plausibilitäten zu prüfen, kritisch zu hinterfragen und ein sozusagen positiv gemeintes, institutionalisiertes Misstrauen zuzulassen. Also das heißt, Kontrolle auch im positiven Sinne, im Sinne nämlich des kritischen Hinterfragens, ist durchaus bereichernd für eine Vertrauenskultur und kann, wenn sie institutionalisiert ist, wie zum Beispiel im Business Excellence System, dazu beitragen, dass Vertrauen eben nicht in ein Harmoniekonzept abdriftet. Und der zweite Aspekt, und damit komme ich zurück zur Einstiegsfrage, und wir fühlen uns vielleicht nochmal auch so ein bisschen in dieses Gefühl hinein, die Fragestellung, glauben wir, der Mensch ist von Natur aus faul oder der Mensch ist initiativ und engagiert, die ist jetzt nun auch sehr entscheidend. Denn es ist ganz klar, Vertrauen ist eine Frage von Haltung. Es ist einfach so, dass wenn wir Vertrauen entwickeln, das haben wir in der Definition ja vorhin auch schon gesehen, dann machen wir uns verletzlich. Und deshalb ist es ganz wichtig, sich von Anfang an die Frage zu stellen, bin ich eigentlich bereit, ein Risiko einzugehen, einen Vertrauensvorschuss zu geben?
meinen Teammitgliedern einen grundsätzlichen Leistungswillen zu unterstellen? Kann ich das auch aufrechterhalten, wenn ich auch mal enttäuscht werde? Wenn ich diese Frage positiv beantworten kann, dann lohnt es sich auf jeden Fall, diesen Weg einzuschlagen, der messbar, greifbar und sichtbar ist für das ganze Unternehmen. Und es ist einfach auch so, dass die neuen Kontexte Homeoffice und auch Digitalisierung ohnehin geradewegs und unausweichlich auf diesen Punkt hinführen. Das heißt, es gehört vor allem Mut dazu, mit Vertrauen voranzuschreiten. Vertrauen kostet nichts, aber Vertrauen ist eben auch nicht umsonst. Vertrauen stellt einen hohen Anspruch an unsere grundsätzliche Haltung dem Menschen grundsätzlich gegenüber. Das heißt, um das alles jetzt nochmal in ein Bild zu packen, das Management eines Unternehmens muss eine Vertrauensvorleistung geben, damit dieser ganze Prozess anlaufen kann und Mitarbeiter Vertrauen in die Organisation und ins Management entwickeln kann. Dann führt die Kultur, die Atmosphäre, das Klima im Unternehmen dazu, dass Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen wirklich zeigen, was sie können, ihre Potenziale zur Entfaltung bringen und ein gegenseitig sich verstärkender Prozess anläuft, der zu einem ganz, ganz elementaren Wettbewerbsvorteil für Unternehmen führt. Also, ich möchte Ihnen gerne mitgeben oder euch gerne mitgeben. Erstmal vielen Dank für euer Vertrauen. Und ja, ich möchte eigentlich sagen, seid mutig, sind Sie mutig, diesen Schritt zu gehen, weil Vertrauen ist ein ganz, ganz elementarer Aspekt für den Erfolg und die Zukunftssicherung von Unternehmen. Vielen Dank für euer Interesse am Thema. Ja, das stimmt. Hallo Britta, jetzt live. Hallo zusammen. Sehr schön. Ja, vielen Dank für das Video. Wir haben mal in den Chat geguckt, was da so an Fragen gekommen ist. Und das Allerfrechste ist ja meine Frage, die habe ich zuerst da reingeschrieben. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie stehen jetzt eigentlich psychologische Sicherheit und Vertrauen zueinander? Also psychologische Sicherheit ist ja so ein Thema, das gerade in aller Munde ist. Fast jeder Vortrag erwähnt das. Da wollte ich jetzt mal, deshalb diese Frage. Wie stehen psychologische Sicherheit und Vertrauen zueinander? Ja, also wenn man von der Definition von Vertrauen ausgeht und sagt, Vertrauen ist eine riskante Vorleistung, dann ist es zunächst mal ein Widerspruch, weil ich muss erstmal ein Risiko eingehen. Das tue ich aber ja, weil ich mich in einer Situation so fühle, als wäre dieses Risiko gerechtfertigt. Also ich erwarte einen positiven Ausgang. Und so gesehen führt natürlich die Situation, in der ich dann auch tatsächlich Vertrauen empfinde und auch so handle und auch das zurückgespiegelt bekomme, führt natürlich am Ende schon auch zu einem Sicherheitsempfinden. Und das ist genau ja dieser Clou da zwischen dem Vertrauen und der Kompetenzentfaltung, weil für Kompetenzentfaltung muss ich auch wieder ein Risiko eingehen und muss einen Schritt in einen unsicheren Bereich gehen, unsicheres Terrain gehen. Und da brauche ich halt so einen Katalysator dafür. Und am Ende ist das immer wieder Unsicherheit, Sicherheit, Unsicherheit, Sicherheit, aber dadurch eben ständige Entwicklung. Ich stelle mir jetzt gerade so psychologische Sicherheit als so eine Art Schaumstoffzelle vor, in der man dann dieses Risiko eingehen kann, damit man dann da Vertrauen hat für solche Risikoentscheidungen. Also das ist mein Bild in meinem Kopf. Okay, na, aber da würde ich mich zu beengt fühlen in so einer Schaumstoffzelle, ehrlich gesagt. Also weil wir wollen ja irgendwie ist bei mir. Ja, gut, okay. Gut, aber ich habe immer so komische Bilder im Kopf, das liegt nur an mir. Wir haben eine andere Frage hier noch. Was ist denn wertvoller, das Vertrauen der Mitarbeiter in die Firma oder umgekehrt das Vertrauen, das den Mitarbeitern entgegengebracht wird? Oder korreliert das irgendwie? Ja, ich würde sagen, habe das versucht mit der Eingangsfrage darzustellen, mit unserem Menschenbild, unserer Haltung. Praktisch die Initialzündung, damit überhaupt Vertrauen in Unternehmen entstehen kann, ist immer das Vertrauen des Managements der Führungskräfte in die Mitarbeiter. Also wenn ich nicht ein entsprechendes Menschenbild habe und mich dadurch auch letztendlich bereit bin, verletzbar zu machen, dann wird das Ding nicht anlaufen. Dann aber ist es natürlich so, dass die Entfaltung der ganzen vielfältigen Kompetenzen im Unternehmen dadurch entstehen, dass dann die Mitarbeiter eben zum
Unternehmen und zum Management Vertrauen aufbauen können. Und da haben wir ja dann ganz vielfältig viele Mitarbeiter und es gibt natürlich eigentlich so das wertvolle Kapital dann des Unternehmens. Also es bedingt sich schon einander und es muss sogar von Seiten des Managements ausgehen. Es muss, glaube ich, gegenseitig sein, oder? Weil, ja. So habe ich es jetzt rausgehört. Ja. Da gibt es noch jemanden, der hängt da total am Anfang fest. Ja, so nichts, so willst ja, du, es gab so noch eine technische Frage. Warum muss ich einen sogenannten weichen Faktor mit den Werkzeugen der harten Faktoren messen? Und kann ich das überhaupt? Ja, genau, das war ja die Herausforderung. Rationalisierbarkeit, ne, wie macht man das? Es ist super spannend. Also mich interessiert die Frage auch. Ja, also ich bin der absoluten Überzeugung und ich merke das auch, wenn ich über das Thema rede und auch mit Unternehmen zu tun habe, dass das Bedürfnis einfach da ist, Dinge greifbar zu machen. Also wenn es so ein weicher Faktor ist, dann hat man immer das Gefühl, das gleitet einem tatsächlich. Also wenn ich da nur drüber nachdenke oder das fühlen will, dann will ich das greifen und will mal Vertrauen beschreiben und schwupp, gleitet mir das durch die Finger. Ich kann das überhaupt nicht. Und damit kann ich damit aber auch nicht umgehen. Und wenn ich indirekte Messgrößen entwickle, Rahmenbedingungen verstehe, einfach begreife, was da passiert und das greifen kann, dann kann ich das natürlich auch entsprechend fördern. Und das ist eigentlich das Relevante an der Sache. Und ich stelle einfach fest, dass Unternehmen, das ist ja so das Differenzierungsmerkmal eigentlich. Also wir können in Maschinen investieren, wir können die tollsten Prozesse aufbauen. Das ist auch total wichtig. Aber das differenziert uns am Ende nicht so grundlegend wie das, wie die Menschen im Unternehmen zusammenspielen. Und das ist das Entscheidende. Und wenn ich dann ein Bewusstsein schaffe für diese Rahmenbedingungen und das greifen kann, dann fördert das einerseits, kann ich natürlich auch die Rahmenbedingungen verändern. Also ich kann es letztendlich strategisch einsetzen. Und auf der anderen Seite fördert das ja auch meine Führungsreife sozusagen. Also je mehr ich mich damit befasse, was es eigentlich bedeutet für die Mitarbeiter und für alle im Unternehmen, diese Rahmenbedingungen so aufzubauen, umso mehr reife ich ja auch als Führungskraft. Also das gibt mir auch einen Hebel, mich weiterzuentwickeln als Führungskraft, wenn ich mich damit auskenne. Und ich habe verstanden, du hast jetzt in deinem Konstrukt eine sehr große Skala gebildet mit sehr vielen Items. Und könntest du dir vorstellen, dass man daraus auch so eine Short Scale runterbrechen kann, die vielleicht für die Praxis auch einsetzbar ist? Also siehst du da ein Potenzial oder ist das so völlig weit entfernt, weil es ist ja doch sehr schwer, so einen weichen, großen Faktor brauchbar zu operationalisieren? Ja, das ist aber im Grunde schon mit inbegriffen. Und zwar setze ich auf jeder Seite mit 4 Oberpunkten an, sozusagen, die sich dann entfalten, ja, in ganz viele Fragen. Aber ich kann das auf diese 4 Oberpunkte runterbrechen auf beiden Seiten. Damit ist es schon sehr überschaubar. Und dann habe ich noch versucht, und das stellt sich auch in der Praxis als besonders also gut anwendbar aus, implementierbar heraus, dass man da praktisch diese Elemente, diese Oberpunkte in Situationsbeschreibungen packt. Also ich habe selber in meinem Modell eigene Situationsbeschreibungen drin, die ich aus der Praxis habe. Aber wenn ich jetzt im Unternehmen bin und ich überlege mir mal, was kennzeichnet denn diese eine Variable, die sich da zum Beispiel ganz viel um klare Ziele und offene Kommunikation dreht, habe ich da nicht ein Beispiel zu. Und dann beschreiben wir das Beispiel. Eine Beispielsituation und die kann man sich dann sehr gut plakativ vorstellen, die kann ich sogar zeichnen, als ein Element, an dem ich arbeiten kann und das Unternehmen weiterentwickeln kann. Damit kann man das unheimlich gut greifbar und machen, bildlich darstellen und auch runterbrechen, so komprimieren. Ich habe hier noch eine Frage. Da fragt jemand ganz frech, sag mal, du hast ja so eine Aussage aufgeschrieben, Kompetenz kann sich nur im Risiko entfalten. Und da fragt jemand, woher stammt die und wie begründet sich die Annahme? Ja, das ist einfach die Definition von Kompetenzentfaltung. Also ich sag mal, ich unterscheide, dass ich bestimmte Fähigkeiten habe. Also ich kann bestimmte Dinge unheimlich gut, aber dass ich die entfalte und zeige, das ist noch eine ganz andere Geschichte. Das ist das, was ich eingangs gesagt habe mit dem Können und Wollen. Ich kann ja ein unheimliches Potenzial haben und ich sitze an einem Arbeitsplatz, wo das weder gefragt ist, noch wo ich mich traue, das zu zeigen. Aber das war, was ich am Anfang auch gesagt habe, ich gehe dann nach Hause und dann baue ich mein Haus. Ich zeige, was ich kann.
Und es bedeutet, die Definition von Kompetenz und Kompetenzentfaltung vor allen Dingen ist, dass ich in unsicheren, komplexen und neuen Situationen zu positiven Lösungen komme. Das heißt, das ist etwas, das kenne ich vorher noch nicht, sonst ist es gar keine Kompetenz. Ja, also man braucht diese bestimmten Grad der Unsicherheit, damit die Entfaltung stattfinden kann. Damit das abgerufen werden kann. Ja, also sonst spreche ich halt davon, ich habe bestimmte Fähigkeiten und das kann ich halt. Aber ich sag mal, ich entwickle mich ja immer nur weiter und von der Definition her ist einfach Kompetenzentfaltung, dass ich etwas Neues, was ich vorher noch nicht 100.000 Mal schon gelöst habe, zu einer positiven Lösung bringe. Und das heißt, das bedeutet immer, es ist komplex, nicht gut überschaubar und ist mit einem Risiko verbunden. Ich kann auch scheitern. Was nicht schlimm ist, ja, ich entwickle mich ja auch aus Fehlern weiter und aber das ist per Definition einfach die Beschreibung von Kompetenzentfaltung. Wenn ich alles schon kann, dann brauche ich auch keine riskante Entscheidung treffen und dann mache ich einfach das, was ich immer mache, bleib aber auch relativ statisch da, wo ich immer schon bin. Da kommt noch jemand, der sagt, aber das ist eigentlich keine Frage, aber es ist trotzdem unter Fragen gepostet. Da sagt jemand, glaube ich, der versucht hier zu antworten, er findet das Vertrauen als Rahmenbedingung aufzubauen in einem Kontext von New Work oder neuem Arbeiten nicht alleine die Aufgabe von der Führung ist, dass die zwar eine besondere Rolle hat, aber es ist halt nicht nur die Aufgabe der Führung. Und du stimmt, oder? Du nickst auch schon. Würde ich bestätigen, absolut. Würde ich absolut bestätigen. Ich habe halt zunächst den Blickwinkel gewählt, weil ich denke, wenn die Führung nicht in eine Vorbildrolle tritt und das nicht lebt, kann Vertrauen im Unternehmen nicht aufgebaut werden. Aber stimmt natürlich, je agiler das Unternehmen und je dynamischer die Gruppen und je selbstbestimmter die Gruppen, umso mehr brauche ich das auf jeden Fall auch auf Mitarbeiter-Mitarbeiterebene. Klar. Ja, gerade dann, wenn es eben, ich denke da immer wieder an diesen, an den Satz im Scrum-Guide, sich gegenseitig sozusagen, also auch sozusagen Führungskraft, sich gegen, also gegenseitig Führungskraft zu sein. Ja. Genau. Schreibt noch jemand anders hier, der sagt auch, ich erlebe oft, dass an mich als Führungskraft der Anspruch von Mitarbeitern gestellt wird, ich solle Vertrauen schenken, weiß aber nicht, ob das umgekehrt auch so funktioniert. Also schreibt ein bisschen länger, aber ich weiß manchmal nicht, wo mir das umgekehrt als Führungskraft von den Mitarbeitern gespiegelt wird. Ja, das ist eben dieses große Risiko, was man eingeht, wo ich auch eingangs gesagt habe, naja, Vertrauen ist ja schön, privat kriege ich das ja vielleicht auch noch hin, aber soll ich das im unternehmerischen Umfeld, mache ich mich ja verletzlich. Und dennoch glaube ich, dass das essentiell ist, weil es ja auch eben, wir uns immer mehr in Situationen hineinentwickeln, in denen wir gar nicht alles kontrollieren können. Und wenn wir alles kontrollieren wollen, dann verzichten wir auf ungeheure Potenziale, die wir brauchen, um das Unternehmen zu entwickeln und wettbewerbsfähig zu sein. Und ich glaube, letztendlich müssen wir dieses Risiko eingehen. Also das Risiko, dass auch Vertrauen mal nicht entgegnet wird und mal auch enttäuscht wird. Aber ich denke, wenn man trotzdem so weitermacht, dann ist es wie so eine Art Schneeballeffekt, weil es öffnen sich ja dann die Mitarbeiter auch und werden sich gegenseitig anstecken. Also dieses Potenzial wächst. Also da bin ich, also ich habe es auch erlebt so. Kann man so ein bisschen sagen, als Führungskraft müsste man dem Vertrauen vorausgehen, aber letzten Endes müssen wir gemeinsam den Weg gehen. Ja, absolut. Genau, hier wird noch gefragt, ob du dazu schon ein Buch hast oder hast du da deine Ergebnisse schon veröffentlicht? Wo kann man das vielleicht nochmal genauer nachlesen? Ja, also es ist so, ich habe tatsächlich sehr, sehr spät nach 18, 20 Jahren Industrietätigkeit erst meine Dissertation geschrieben und das war das Thema. Ich bin gerade dabei, die erstmal zu veröffentlichen und zum Zweiten bin ich im nächsten Halbjahr, nächstes Jahr werde ich dazu auch ein Buch schreiben. Und das, was ich bisher eben gemacht habe, sind jetzt eben so Erklärungen wie jetzt hier heute. Oder ich bin auch in einem Forschungsthema jetzt zu diesem Aspekt tätig, gerade mit einigen Unternehmen zusammen. Aber ich plane tatsächlich oder bin dabei, vorzubereiten, das herauszubringen auch. Und das soll nicht mehr so ewig dauern. Okay, dann müssen wir euch da draußen alle vertrösten, aber es dauert nicht mehr lang. Ja. Sehr schön. Ich gucke gerade zur Regie. Wie lange haben wir denn für den nächsten? Dann leiten wir direkt über. Ja. Dann vielen Dank, Britta. Gerne, hat mich gefreut. Auf dein Buch, genau. Und genau.